Die The Voice Comeback Stage startet in die letzte Phase. Die Talente, die sich in der Vorrunde durchgesetzt haben, die treten jetzt jeweils gegen ein ausgeschiedenes Talent aus den Singles an. Wer schnappt sich den begehrten ersten Halbfinalplatz? Das war mir, ich hab's jetzt fast, das war mir, ja, jetzt wird's mir gerade klar, was wir jetzt hier machen. Ich möchte gerne, dass du zu mir kommst. Ja! Kai habe ich mir in den Battles geschnappt. Bin schon seit Staffel 2 von The Voice of Germany ein großer Kai-Catcher-Fan. Und das hat er jetzt auch gerade in Runde 3 gezeigt, wo er echt sowas von abgeliefert hat. Ich war sehr gespannt, welche Talents gerade auch in den Sing-Offs ausscheiden und für welches Talent von diesen vielen so starken Talenten ich mich entscheiden werde. Letztlich war mir dann relativ schnell klar, dass ich Alessandro zu mir ins Team holen möchte. Was ist da los in dem Team? Mein Stuhl hat sich gedreht, mental habe ich mich schon von allen verabschiedet. Ist natürlich ultra schade, so kurz vom Ziel rauszufliegen. Ich habe das am Anfang auch gar nicht so wahrgenommen. Für mich war das so, ah, hi. Alessandro! Was? Was ich jetzt glaube, was es ist? Ich muss dich jetzt einfach fragen, hast du vielleicht Bock, in mein Team zu kommen? Ja, Mann, auf jeden Fall. Ey, voll. Danke. Hello. Hi. Schön, dass ihr hier seid. Welcome back, Kai. Und herzlich willkommen im Team Michael, Alessandro. Ich freue mich sehr. Ihr zwei kennt euch ja schon so ein bisschen aus Team Yvonne und Steffi. Ihr habt zwar noch nicht direkt gegeneinander gebattelt, aber dazu kommt es jetzt hier auf der Comeback-Stage. Der Druck ist wahnsinnig hoch. Kai hat ja auch gegen Juan gebattelt. Juan. Immer dieser Juan. Juan, wenn du das siehst, gell? Deswegen, ob er jetzt in der Phase vorher rausgeflogen ist oder nicht, ist eigentlich total egal. Was auf jeden Fall ganz, ganz sicher ist, dass einer von euch beiden ins Halbfinale kommt. Halbfinale ist für mich so, was willst du mehr, ne? Aber jetzt will ich genau das. Ich kenne dich ja schon jetzt relativ gut, auch durch Runde 3. Dich, Alessandro, kenne ich noch nicht so gut. Ich würde dich natürlich gerne ein bisschen kennenlernen. Und ich habe mir überlegt, das machen wir mit einer ganz besonderen Aktion. Komm mal mit. So, ihr zwei. Ich habe da was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht ein paar Leute kennt auf diesem Bildschirm. Hallo! Das ist, sind Familie und Freunde von euch. Ja, der Michael lässt sich ja immer lustige Sachen einfallen. Und als ich dann in den Raum kam und meine Oma, Mami und meine Cousine gesehen habe, war das sehr, sehr schön. Ich habe mir gedacht, dass man sich ja eigentlich in Vorbereitung auf ein Halbfinale natürlich einem Publikum zeigen muss. Eigentlich wollte ich gerne ein wirklich großes Konzert für euch organisieren, aber das in diesen Zeiten natürlich leider ein bisschen schwierig und deswegen habe ich gesagt, was möglich ist, ist halt ein kleines Livestream-Konzert. Also ihr wisst ja, die beiden battlen gegeneinander jetzt hier um die letzten Plätze im Halbfinale und es wird ernst. Alessandro, hast du Bock, uns was zu singen? Wir durften dann beide unsere Blind Audition Songs nochmal zum Besten geben, in so einem ganz kleinen, intimen Rahmen. Das war total schön. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Also er strahlt, eigentlich seine Stimme strahlt, wie er als Mensch strahlt, wenn man ihn ansieht und wenn er mit einem spricht. Everything means nothing if I ain't got you. Ich finde es voll schön, dass ihr hier seid und mir bei meiner Reise zuschaut und jetzt Teil des Ganzen geworden seid. Wer gehört denn da jetzt eigentlich zu dir? Ich würde jetzt schätzen, dass die unten rechts zu Kai gehören, weil die waren ja am wenigsten begeistert von deiner Performance. Ja, ja, genau, so ist es. So ist es. Der Rest gehört zu mir. Was hat er, was vielleicht die anderen oder was auch Kai jetzt irgendwie nicht hat? Sandro ist einzigartig und der Hammer und wir sind alle seine größten Fans. Yeah. Yeah. Auf einer Skala von 1 bis 10, welche Note würdet ihr geben? 11. Eine 8. Eine 8 hier. Ist das, wer ist meine das? Mama. Deine Mama? Die Mama von Kai gibt, aber das würde ich sagen, Alessandro, eine 8 von Kais Mama, das ist doch schon mal ein... Das ist, ja, voll. Oder? Das ist ein Ritterschlag. Also Mama ist da selbst mit ihrem eigenen Kind auch strenger. Ich habe auch oft mal eine 3 oder so bekommen. Danke.
Um es jetzt spannend zu machen, hören wir uns mal an, was Kai singt. Grundsätzlich ist es mir immer peinlich, vor meiner Familie zu singen. Aber in dem Privatkonzert war das genau das, was ich gebraucht habe, um eine Ruhe zu finden und eine Vertrautheit in dem Ganzen, was hier so abgeht. Kai bringt da wirklich seinen eigenen Charme in jeden Song mit rein. Das ist dann total egal, was für einen Song er singt, er macht es zu seinem Kai-Song. Und das ist mega besonders. Ich glaube, die Mutter war auf jeden Fall auch sehr begeistert. Gibt es da jetzt auch eine 10 oder weniger? 11. Oh, finally. Ich liebe dich. Es ist schön, die Mama stolz zu machen. Das ist eines der wichtigsten Sachen so für mich. Und Michael hat dann auch sogar noch was gesungen. War einfach eine crazy Situation. So, okay, da steht jetzt gerade Michael Schulte und spielt gerade allein auf seiner Gitarre einen Song für uns und für meine Family. Er ist auf jeden Fall abgefahren. Yeah. 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 Ciao, ciao. Tschüss. Und dann ging das erste Coaching mit Michael los. So, jetzt wird es spannend. Ich habe ziemlich Bock, jetzt mal zu hören, was ihr mit den Songs gemacht habt. Ich habe Kai und Alessandro jetzt in ein Duell gesteckt, weil sie eben wirklich, glaube ich, ähnlich weit sind. Sind beides technisch super saubere Sänger. Beide haben die gleiche Chance, den Live-Shows einzuziehen. Und das macht es alles hier so super spannend. Seeing is deceiving, dreaming is believing. Ich singe Who You Are von Jessie J, eine wunderschöne Ballade, in der es darum geht, nicht zu hart zu sich selbst zu sein. Und da kann ich mich super gut mit identifizieren. Don't lose who you are in the blur of the stars. Das war technisch also schon wirklich ziemlich sauber. Das Einzige, was da wieder so ein bisschen war, ich habe das Gefühl, dass er noch nicht so bei 100% war, was jetzt eben so die Emotionen angeht. Das ist so das Einzige, worum es wirklich geht, auch jetzt an der Performance, dass du alle, die das hören, in deinen Bann ziehst, dass die im besten Fall anfangen zu heulen, weil die denken, Alter, krass, der singt sich gerade da wirklich sein Herz raus. Lass es halt einfach irgendwie zu. Auch in der letzten Runde war das Thema. Da bin ich eigentlich nicht so happy drüber, über das Feedback, aber es spornt mich an. Das gebe ich dir mit auf den Weg. Du hast hier einen starken Gegner, der auch krass singt. Wir hören uns mal an, was der Alessandro macht. Für Alessandro habe ich mir das Lied Crazy von Gnarls Barkley ausgesucht. Das ist natürlich ein Song, den jeder kennt. Und deswegen ist es jetzt auch sehr spannend, den mal in einer ja doch auch anderen Version wieder zu hören. I remember when I lost my mind. Also als Alessandro jetzt angefangen hat, das Lied zu singen, da habe ich gedacht, okay, krass, das passt auf jeden Fall ziemlich gut. Ist auch crazy, wie tief er da anfangen kann. Also so tief kann ich gar nicht singen. Do think twice. That's my only advice. Weil jetzt bei ein, zwei Tönen, gerade in der Bruststimme, wenn er ganz hoch gesungen hat, dass er die Töne nicht ganz getroffen hat. Ich habe mich noch gefragt, ob du vielleicht einen Ticken später erst zum Chorus praktisch in die hohe Stimme wechselst. Mhm. Ach so, dass ich die ganze erste Strophe tief mache. Nur mal so zum Reinhören. Ja. Vielleicht könnte es irgendwie ein spannender Lift sein. Even your emotions had an echo in so much space. Does that make me crazy? Does that make me crazy? So? Ich glaube, ich finde es so ganz cool, aber letztlich musst du dich auch wohlfühlen damit. Ich glaube, ich muss das einfach üben so. Ja, ja. Ja, weil nämlich aus dem Tiefen dann sofort in die Oktavlage dann hochzugehen, ist jetzt einfach so eine Kopfsache. Ist eine Challenge auf jeden Fall. Genau, er wusste sofort, was ich meine, wenn ich da kurz meinen Input gegeben habe. Und ich konnte aber auch sofort verstehen, was er jetzt gerade von mir wollte. Und dann hat es hat irgendwie so ein bisschen, ja, gefunkt. Oh Gott, kann ich das nochmal sagen? Wie hört sich das an? Du willst dich, glaube ich, auch begleiten, ne? Ja, selbst. Genau. Vielleicht ist das auch irgendwas, was es dann nochmal verändert. Vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Ich lasse euch jetzt erst nochmal so ein bisschen alleine. Dann könnt ihr für euch so ein bisschen üben und wir sehen uns dann später bei der Performance, okay? Ich glaube, wir können beide stolz auf uns sein. Wir haben gemeinsam getrennten, harten, spannenden Weg hinter uns. Ja, definitiv.
Und egal was passiert, wir sind beide Gewinner. Das ist genau da, wo du jetzt gerade sein musst. Also es führt dir jetzt alles genau zu diesem Moment. Ich möchte Michael beweisen, dass ich auch das Zeug habe, ins Finale zu kommen. Wer ist der Erste, der mit mir ins große Halbfinale von The Voice of Germany einzieht? Es fühlt sich noch nicht so an, als müsste diese Reise jetzt enden für mich. Wenn nicht jetzt, wann dann? Hallo. Hi. Hallo. Hi. Ich freue mich tierisch auf diesen Moment. Ein sehr wichtiger Tag mit jeweils einem wichtigen Auftritt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dir an, Alessandro. Du darfst dich erstmal hinsetzen, Kai. So, Alessandro, du warst schon mal so dicht dran am Halbfinale. Jetzt hast du hier deine zweite Chance, es doch noch zu schaffen, okay? Let's go. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. When you're out there without care, yeah, I was out of time. But it wasn't because I didn't know it now. I just knew to my me crazy. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. Yeah. And I hope that you are having the time of your life. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Du darfst dich jetzt erstmal entspannt nach hinten setzen und zuhören, was der liebe Kai jetzt macht. Du bist ready? Ja? Bühne frei für dich und genieß es. In the mirror, why am I doing this to myself? I'm losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the shelf. No, no, don't lose who you are. In the blur of the stars, seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. Everything inside me screams a no, 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 no. Don't lose who you are. In the blur of the stars, this don't mean you're losing. Everybody's bruising. There's nothing wrong. That's my...
Auch dir ganz lieben Dank. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal Alessandro wieder nach vorne und dann wird's ernst. So, ich habe immer so ein bisschen gehofft, als Coach der Comebackstage, dass ich gute Talente auch abbekomme. Und jetzt hier in diesem Moment, wo ich hier stehe, ärgert mich das fast so ein bisschen, dass ich so gute Talente abbekommen habe, weil jetzt habe ich halt echt ein fettes Problem. Und das ist halt irgendwie echt, ja, auf Deutsch gesagt, scheiße. Alessandro, unfassbar, wie du da in die Höhen gehst mit deiner Kopfstimme. Ich finde es super geil, bist auch noch ein cooler Typ, hast das komplette Gesamtpaket. Da muss ich jetzt so ein bisschen vergleichen mit Kai, der auch dieses Gesamtpaket hat, in meinen Augen. Ich würde so weit gehen und sagen, dass du einer der besten Sänger Deutschlands bist. Wow, danke. Also das ist eine Entscheidung, die mir total wehtut. Ich musste das jetzt so ein bisschen gegeneinander abwägen, bei wem einfach noch mehr ankam. Ich gehe ins Halbfinale mit Alessandro. Ja, krank. So ganz realisiert habe ich das tatsächlich noch nicht. Jetzt bin ich doch mit dabei. Seht mich in den Live-Shows, ey. Das erste Talent für mein Halbfinale steht fest. Er hat es krass verdient, ist ein mega Sänger. Ich glaube, mit dem könnte man auch sogar The Voice of Germany 2020 gewinnen. Alessandro steht bereits sicher in den Live-Shows und nächste Woche erfahrt ihr, wer ihm folgen wird.